Die Grenze am Walserberg. Der Walserberg markiert seit Jahrhunderten die nordwestliche Grenze Salzburgs. Der heutige Grenzübergang zählt zu den meistbefahrenen in ganz Österreich. Zoll- bzw. Mautstationen gab es auf bayerischer Seite bereits seit dem 18. Jahrhundert. Bis Anfang des 19. Jahrhunderts mussten Fahrzeuge hier die Straßenseite wechseln, denn in Salzburg herrschte damals noch Linksverkehr. Der Fahrseitenwechsel war durch Leitlinien auf der Fahrbahn und mittels einer Überkopfanzeige gekennzeichnet. Kurz nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland wurde eine Sanktion über Österreich verhängt, die sogenannte 1000-Mark-Sperre. Zwischen 1933 bis 1936 musste jeder, der von Deutschland nach Österreich einreisen wollte, an der Grenze 1000 Mark zahlen. Ziel war die Schädigung des Fremdenverkehrs und der österreichischen Wirtschaft. Nach dem sogenannten Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich im Jahr 1938 wurde die Reichsautobahn von München nach Salzburg bis Wien erweitert. Der Spatenstich erfolgte am 7. April durch Adolf Hitler am Walserberg. Im Jahr darauf begann der Zweite Weltkrieg. In den letzten Kriegstagen 1945 wurde die Saarlach-Autobahnbrücke bei Pieding gesprengt, um den Einmarsch der Amerikaner zu verhindern. Doch schon am Tag nach der Sprengung marschierten die Amerikaner auf der Straße über den Walserberg in Salzburg ein. Die Brücke wurde nach Kriegsende wieder aufgebaut und am 26. Juli 1950 eingeweiht.